Vor 4 Wochen habe ich 2 Stücke Fleisch in die Asche gelegt. Heute ist das Bürgermeisterstück daran ausgepackt zu werden. Ob es was geworden ist, das seht ihr gleich. Herzlich willkommen bei Räucher-Wiki, dem YouTube-Kanal rund ums Pökeln, Räuchern und Wursten. Wer den Kanal verfolgt hat, der hat vor einigen Wochen gesehen, wie ich ein paar Stücke Fleisch in die Asche zur Reifung gelegt habe. In diesem Karton haben sie nun 4 Wochen im Keller verbracht. Hier sind 2 Stücke drin, ein Bürgermeisterstück vom Rind, das ist relativ flach und dünn, und ein Schweinenacken. Weil das Bürgermeisterstück so dünn ist, hole ich das bereits heute raus, also nach 4 Wochen. Der Schweinenacken bleibt noch drin. Naja, und jetzt bleibt nur zu gucken, ob es was geworden ist. Schauen wir mal nach. Also, was man schon sehen kann hier, die Asche, ich versuche es mal zu zeigen, die Asche hat Risse bekommen, das heißt, was das heißt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber das war eine Veränderung. Gut, und ich glaube, das Bürgermeisterstück, wenn ich den Karton jetzt richtig rum rausgeholt habe, müsste auf der rechten Seite liegen. Da ist es ja. So, schauen wir mal. Ja, okay, ist eine ordentliche Schicht Asche drauf. Es ist richtig fest geworden, also wirklich knüppelhart will ich nicht sagen, aber es hat so ein, ja doch, wie so ein Gummiknüppel ist es von der Konsistenz. So wie es ist, voll mit Asche, können wir es natürlich nicht probieren. Ich gehe jetzt erstmal in die Küche, wasche das gute Stück ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Zurück aus der Küche, da liegt das gute Stück. Ich habe das abgebürstet, ich habe mir extra so eine Spülbürste dafür gekauft, nur für das Fleisch. Damit lässt sich die Asche relativ gut runterrubbeln. Und tja, was soll ich sagen, ist schön dunkel geworden. Man kann sehen, ich habe beim Parieren so ein bisschen gepfuscht. Hier sind noch so ein paar Sehnenreste, aber ich glaube, die sind so schlank und so dünn, die stören uns nicht weiter. Na dann, was sagt der Geruch? Es riecht anders. Anders, als wenn man es normal gepökelt und luftgetrocknet hätte zum Beispiel. Aber nicht schlecht, nur anders. Ich würde mal sagen, ich schneide einfach mal ein Stück an. Ich nehme mal hier vom dünneren Ende. Das ist aber sehr fest. So, schauen wir mal hier. Anschnitt ist wunderbar. Eine ganz tolle Färbung hat es. Auch durchgehend eine Farbe, also nicht irgendwie einen dunkleren Rand und innen drin einen helleren Kern oder so. Und ja, geht's mal ans Probieren. Boah, echt gut. Genau wie ich gesagt habe, also wie erwartet, kriegt so ein ganz anderes, leicht nussiges Aroma. Habe ich mit Rinderschinken noch nicht probiert. Ich kannte das bisher nur von Schweinefleisch. Da war das der Wahnsinn. Beim Rind kann ich es auch nur empfehlen. Das Schöne an der Aschereifung geht mega easy. Wie es geht, habe ich im anderen Video erklärt. Das wird ja auch nochmal verlinkt. Und den Schweinenacken, den ich jetzt noch in der Asche habe, den hole ich in den nächsten 4 Wochen raus. Also der muss noch 4 Wochen in der Asche liegen bleiben, weil das Stück halt sehr viel dicker ist. Dazu gibt es dann ein neues Video. Wenn euch dieses gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn ihr einen netten Kommentar da lasst oder auch wenn ihr den Kanal abonniert oder alles 3 zusammen. Ist alles gut. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.